Guten Abend und ein herzliches Willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Im Donnerstag, den 10.04.2014, 19.15 Uhr ganz genau. Was war es doch heute für eine Berg- und Talfahrt? Letztendlich muss man sagen, aber schließt der DAX im Minus. Über 1% aktuell stagniert er hier im roten Bereich, 9.400 Punkte aktuell. Diese Marke kratzt er an. Alle Aktienindizes heute nach leichten Stabilisierungsversuchen dann deutlich im Minus. Gerade der Nasdaq heute gesehen. Sehr schwach mit über 2,4% im Minus. Beginnen wir bei Gold. Gold aktuell hier so ein bisschen gefangen zwischen der Unterstützung 1314, die Marke, und 1325. Das ist aktuell hier momentan die Situation. Man sieht auch eigentlich sehr, sehr schön, wie er im Prinzip hier hin und her springt. Natürlich kommt es erschwerend hinzu, dass auf dem Tageschart die Tages-EMA 200 hier bei 1327 ihn noch ein wenig deckelt. Also bislang ist das hier zwar noch bullisch, aber jetzt kommt er eben hier an stärkere Widerstände, die Gold erstmal überwinden muss, damit es weitergehen kann. Brent aktuell scheitert hier an diesem Verbund von herabfallenden Trendlinien, kann sich hier noch nicht bullisch durchsetzen, wenn man so möchte. Bullisch wird es hier erst dann, wenn wir konkret über die Marke von 108 Dollar pro Barrel Brent ansteigen können. Short ist er erst dann, wenn er hier das letzte Hoch letztendlich unterschreitet, wobei man sagen muss, noch ist kurzfristig der Trend aufwärts gerichtet. Und bärischer ganz, ganz klar dann, wenn wir hier einen Bruch sehen, wenn wir unter die 106,37er Marke fallen würden, bullischer ganz klar über der 108er Marke hier, über diesen starken Widerstandsbereich. British Pfund lief zufriedenstellend, ist ja übergeordnet hier auf dem Tageschart aus der bullischen Flagge ausgebrochen, alles in allem positiv, sicherlich heute kurz rauf, kurz runter, ein Stagnationstag, aber er sieht immer noch weiterhin long aus. Wir triggern hier vermutlich gerade eine bullische Flagge. Wir hatten ja gesagt, hier unten könnte man eine Long-Position aufbauen, 30 Pips ging es hier nach oben, nicht allzu viel wert, aber nichtsdestotrotz war der Trade in Ordnung. Euro-US-Dollar macht sich weiterhin auf den Weg, marschiert hier bis zur 1,3950er Marke. Wir haben Platz nach oben, nachdem wir hier aus der durchaus etwas quälenden, langsamen Konsolidierungsphase bullisch ausgebrochen sind, zieht er hier weiter nach oben an. Short-Positionen sind unterzugewichten, ganz klar. Long-Positionen bis in den Bereich von 1,3970 möglich. Darüber hinaus wird es dann noch richtig interessant. Australisch-Dollar, US-Dollar weiterhin im Aufwärtstrend. Hier auf dem H1-Chart wunderschönes Marktmuster aus höheren Hochs, höheren Tiefs. Wir kriegen jetzt langsam Probleme rein. Noch ist er gut unterstützt hier im Bereich von 0,94, muss man sagen. Geht es allerdings unter die Marke von 0,9370, könnten sich größere Korrekturen anbahnen. Die Korrektur kann noch, und das kann man nicht ausschließen, bis zur 0,93er Marke laufen. Wenn man sich das mal auf dem H4-Chart anschaut, liegt da ein großer Unterstützungsbereich, da lag ja ein großer Widerstandsbereich, der jetzt eben eine Unterstützung darstellt, ist immer noch long zu werten. Daher, was tun in so einer Marktlage? Nun ja, man kann gesplittet Long-Positionen aufbauen, weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Aufwärtstrend fortsetzen, ganz klar vorhanden ist. Natürlich sind die Pullbacks hier sehr, sehr interessant im Bereich von 0,9312, also spätestens da wird der Chart mehr als interessant, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben ja auch noch starke Trendlinien, das heißt, da zeigt sich dieses Split Idee durchaus halt sinnvoll, wenn man sich hier überlegt, in die Korrektur hier reinzukaufen. Die muss gar nicht erfolgen, wäre aber, wie gesagt, trendgenesend. Aber nichtsdestotrotz, weiter steigende Kurse sind hier wahrscheinlich. Euro-Australisch-Dollar-Short, der hat nicht funktioniert. Wir hatten hier ein starkes Unterstützungslevel gebrochen, ging auch kurzfristig hier 30 Pips Short, konnte sich dann aber nicht letztendlich nicht so entwickeln, wie wir es gedacht hatten. Und der Trade hat hier mindestens 60 Pips an Stop-Loss gekostet. Ist eben so passiert. Alles in allem gab es ja auch, wie gesagt, Setups, die einigermaßen gut aufgegangen sind. Was haben wir noch? Australisch-Dollar, Schweizer Franken. Ausbruch vertagt, sage ich mal. Wir sehen hier mittlerweile ein klassisches Dreieck, in dem er sich hin und her pendelt, in dem er hin und her gependelt wird. Der Kurs, sage ich jetzt mal, ein Ausbruch schafft hier neue Impulse. Gerade hier auf dem Tageschart sehen wir, warum das im Prinzip auch so eine wichtige Marke ist. Da liegt die Tages-EMA 200, an der er aktuell nicht weiterkommt. Ist zwar noch gut unterstützt, aber man sollte hier vorsichtig sein. Nur weil wir ein bullisches Dreieck haben, müssen wir noch lange nicht das bullisch aushebeln. Alles in allem wird es interessant, wenn wir hier gerade auf dem Tageschart die letzten Hochs überwinden könnten.
Das wäre über der 0,8317er Marke. Dann hätten wir Platz nach oben, ganz klar. Aber noch begrenzt ihn hier die Tages-EMA 200. Australisch Dollar, Japanisch Yen. Bullischer als andere. Australisch Dollar ist relativ stark. Könnte hier, wenn er die Seitwärtsphase bullisch aushebelt, über der 96,60er Marke interessant werden. Beziehungsweise, wenn wir hier nochmal ein Pullback nach unten sehen, in den Bereich von 94,50 japanischen Yen. Australisch Dollar, Neuseeländisch Dollar, auch hier wird es interessant. Seitwärtsphase eventuell beendet. Wir brauchen jetzt hier, damit wir auch wirklich sicher gehen können, in Anführungszeichen sicher gehen können, dass es getriggert worden ist, eigentlich noch ein H1 mindestens Schlusskurs hier über dieser Seitwärtsphase. Aber es sieht ganz gut aus für weiter steigende Kurse. Untergeordnet, wie kann man das Setup umsetzen? Nun, wir sehen hier im Prinzip schon das Ausbruchsszenario und das Vorausbruchstief liegt hier ungefähr, naja, 13 Pips entfernt. Das ist halt durchaus noch managebar, beziehungsweise man könnte hier sogar noch weiter stoppen und sagen, man geht hier unter diese ganzen Tiefs und es stoppt dann hier so 30 Pips entfernt und dann könnte der Ausbruch hier auch gelingen. Euro NZD aktuell, ja, hatten wir da Fragen zugesandt bekommen. Zugeschickt bekommen und aktuell ist hier die Situation wie folgt. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, eine Boden auszubilden, aber wir scheitern gerade aktuell am letzten Hoch. Und das will ich untergeordnet noch gebrochen sehen, wenn wir jetzt mal hier kurz nochmal in den H1-Chart gehen. Wir haben die Möglichkeit, hier die Bodenbildung zu vollziehen, sollten dann aber auch Kurse über der 1,60er-Marke sehen. Dann ist das Potenzial da. Short könnte es eventuell hier unter der 1,5826er Marke werden. Britisch Pfund, Kanadisch Dollar, warum habe ich mir den aufgeschrieben? Ganz genau, hier mögliches Ausbruchsszenario. An diesen letzten Hochs aktuell Kanadisch Dollar etwas schwächer als das britische Pfund, was man hier auch sieht. Ein Ausbruchssetup hier wäre über der 1,8338er Marke interessant. Kann man sich zumindest näher mal anschauen. Das momentane Momentum drückt bullisch nach oben. Russell 2000, bärisches Momentum, ganz, ganz klar vorhanden. Die Korrektur ist noch nicht ausgestanden. Die Long-Positionen haben im DAX im Übrigen auch nicht funktioniert. Wir nähern uns jetzt in 14 Punkten hier einer sehr, sehr wichtigen Unterstützungsmarke. Hier gibt es die ersten Möglichkeiten für eine untergeordnete Bodenbildung. Das kann man sich zumindest mal näher anschauen auf einer untergeordneten Zeiteinheit. Genauso wie im Prinzip der DAX, der nähert sich jetzt einer sehr, sehr starken Unterstützung. Fällt hier letztendlich das Niveau von 9.350 Punkten, sieht es bärisch aus. Aktuell hier nochmal Pullback an diese inverse SKS-Nackenlinie. Jetzt hat er die Möglichkeit, sich zu stabilisieren. Wir sind schon relativ ausgebombt. Sollten wir aber Kurse unter 9.340 Punkten sehen, kann es dann auch schnell bis in den Bereich von 9.200 Punkten gehen. Also hier letzte Station, wo er sich letztendlich stabilisieren kann. Sonst droht ein weiterer Abverkauf. Das gilt auch für den S&P 500. Auch da muss man sagen, dass die heutige bärische Kerze ein Statement ist, eine Aussage des Charts. Denn wie wir sehen, immer wieder ist er hier an dieser Unterstützung abgeprallt. Dieses heutige Bearish Engulfing zeigt, dass der Markt immer noch durchaus, sagen wir mal, anfällig ist für die Bereitschaft, zumindest schwächere Kurse zu akzeptieren. Aktuelle Seitwärtsphase, die hier die nächsten Impulse liefern wird. Die Seitwärtsphase ist aktuell definiert durch die untere Unterstützung bei 1833 Punkten und durch den oberen Widerstand bei genau 1900 Punkten im S&P 500. Wenn man sich überlegt, wie der S&P sich momentan zeigt, momentan seitwärts gibt es zwei Varianten. Zum einen den Long hier im Bereich von 1837, eng gestoppt, schönes CRV oder eben das Durchbruchsszenario Long als auch Short. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Handelsentscheidungen, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es von meiner Stelle aus. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.